So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ja, du Uhrwerkhallen. Gut. Hier drüben ist noch alles deaktiviert hier. Ich weiß nicht, sieht man es gerade, fällt mir jetzt gerade erst auf der Aufnahme, dass hier drüben irgendwie alles noch pixelig ist, weil das Field of View ein bisschen komisch ist. So, okay. Wie machen wir das hier am besten? Gibt es irgendwelche Anzeichen anhand der Hebel vielleicht? Nicht wirklich. Ja, einfach nur nachdenken, würde ich sagen. Den Hebel mal umlegen. Den Hebel mal umlegen. So. Dann legen wir den mal um. Legen den in der Mitte mal um. Jawohl, so wie ich es wollte. Den umlegen und dann den umlegen. Das war der Teil. Und der hier ist ja einfach. Den Hebel umlegen. Den Hebel umlegen. Den Hebel umlegen. Und den Hebel umlegen. Und zu guter Letzt den in der Mitte umlegen. Ja, dass das auch nochmal Erfahrungspunkte gibt. Eigentlich hat uns Xalabar ja die Lösung verraten für dieses Rätsel. So, Questbuch wurde aktualisiert. Achtet auf die untoten Wächter im Raum südlich von hier. Kommt ihnen nicht zu nahe. Was hat es mit den Wächtern auf sich, von denen ihr spracht? Sie sind äußerst mächtig und gefährlich. Achtet darauf, dass sie euch nicht entdecken. Ich werde mit ihnen schon fertig. Täuscht euch nicht. Ihr könnt sie nicht auf gewöhnlichem Weg bekämpfen. Gibt es denn keinen Weg, sie zu vernichten? Sie bewachen 9 Kisten. Vielleicht solltet ihr euch diese näher ansehen. Wer waren diese Zerbiten? Sie waren ein Magierorden, einer der größten des Imperiums.
Während die Truppen des Kaisers in den Burgen entlang des Dunkelwehrgebirges Wache hielten, forschten die Zerbiten in ihren eigenen Festungen nach Mitteln, die dunklen Kräfte des Dschungels abzuwehren. Dies hier ist eine von ihnen, die Heimfeste des Großmeisters Angtar, des Herrn der Zerbiten. Hier sammelten sie viele Jahre lang Wissen über die Geheimnisse des schwarzen Dschungels. Ich kann ihre Geister noch wispern hören und ihre Federn auf den Pergamenten kratzen, auf denen sie ihr Wissen niederschrieben. Ein Wissen, das heute kein Sterblicher mehr besitzt. Eine Gruppe Zerbiten war es, die den Knochentempel Zarachs im Dschungel fand. Doch der Tempel hat sie alle getötet. Bis auf einen, der tagelang allein durch das unheilige Gemäuer irrte. Erst viel später entfloh er dem Tempel und gelangte schließlich zu dieser Feste. Sein Gesicht war eine starre Fratze der Angst. Der Tempel hatte seinen Geist zu Wahnsinn verbrannt. Als er sich nach Tagen erholt hatte, war er ein anderer. Er warf seine Zerbitengewänder ab und forderte von seinen Brüdern Gehorsam. Seine Zauberkraft war gewaltig. Die Macht des Tempels hatte ihn völlig durchdrungen. Er verfolgte die Zerbiten, die daraufhin ihre Festungen verschlossen, um dem Verräter ihr geheimstes Wissen zu entziehen. Sie sicherten sie mit Fallen und Rätseln, denn sie wussten, dass keine Mauer ihn halten würde. So tötete der Verräter sie alle. Er hat die Geheimnisse dieser Orte nie ergründen können. Er zog sich in den Knochentempel zurück und brütete dort allein für viele Jahre, bis er schließlich nach Norden ins Imperium und dann nach Fiara ging, um seine Macht zu erproben. Jener Zerbit galt als größter Totenbeschwörer seiner Zeit und brachte viel Leid unter die Völker. Später zwang man ihn, sich einem Bund anzuschließen, der seine Macht kontrollieren sollte, der Zirkel. Und sein Name war Hokanashir? Recht habt ihr. Schon lange wispern die Winde von seiner Rückkehr, denn hier, in Xu, erfüllt sich sein Schicksal. So wie auch das eure, Runenkrieger. Ja, das war der Text, den wir das letzte Mal übersprungen haben, nämlich wie Hokanashir in den Zirkel gekommen ist. Gut. Dann decken wir hier mal das Gelände auf. Und irgendwie sieht das komisch aus. Waren die Flecken unter den Truhen nicht alle rot eigentlich? Oder werden sie erst rot, wenn wir mit dem Geist geredet haben? Auf jeden Fall, man sieht die Flecken einigermaßen. So, dann beschwören wir mal Angtar. Also erst aktivieren wir den Seelenfels und ja, Kämpfer und Schütze, das ist schon mal nicht schlecht. So, holen uns Angtar. Ja, vorwärts! Schnell! Geben das Monument frei. Er ist es! Angtar ist zurückgekehrt! Aber er erkennt uns nicht. Er weiß nicht, wo er ist.
Er hat alles vergessen. Hokans Martha hat seinen Geist verwirrt. Nun ist er nur noch ein Sklave der Rune. Er ist es. Oh, Meister, was ist mit euch geschehen? Runenkrieger, ihr tragt die versklavte Seele unseres Bruders Angtar mit euch. Seid ihr gekommen, um uns zu verhöhnen? Wollt ihr das Werk vollenden, das Hokan einst begonnen hat? Wir Geister können euch keinen Schaden mehr zufügen, aber die Fallen, die wir einst errichtet haben, werden euer Untergang sein. Ja, ich sollte natürlich auch... Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Ich sollte auch natürlich die Rune rausnehmen. Ihr kehrt... Ich bin nicht gekommen, um euch zu schaden. Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann gebt uns Angtars Rune. Seine Seele soll endlich Ruhe finden. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Diese Hallen bedeuten euren Tod. Ihr werdet sie niemals wieder verlassen. Erzählt mir von Angtar. Bevor er Hokan in die Hände gefallen war, hätte er euch vernichtet. Nun ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Erzählt mir von den Fallen. Ihr werdet ihre Wirkung noch früh genug am eigenen Leib erfahren. Wo ist das Zepter der Winde? Ihr werdet es niemals finden. Ja, er ist noch sehr verschlossen. Hier hast die Rune. Hier, ich gebe euch Angtars Rune. Nehmt diese 3 Münzen als Dank. Nun ist Angtar endlich nach Hause zurückgekehrt. Wir werden seinen gepeinigten Geist heilen. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wie können wir euch nun helfen? Ich suche die Artefakte des blutenden Auges. Auch wenn wir euch dankbar sind, werden wir dies nicht verraten. Ihr müsst wissen, demjenigen, der alle Artefakte findet, gewähren wir Zugang zu unserem Vermächtnis. Ja, okay. Gucken wir mal, wir haben Wassermünzen erhalten. Eine Wassermünze, eine Erdmünze. Okay. Würde ich mal sagen, wir rüsten noch. Ach, das war der Schütze. So. Rüsten hier noch ein bisschen um. Ihr kehrt zurück. Und reden noch mit ihm. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Einst waren sie die Hallen des Wissens. Hallen der Rechtschaffenheit und der Vernunft. Wir haben einst hier gelebt, Runenkrieger. Als Mitglieder des Zerbitenordens erforschten wir die Geheimnisse des schwarzen Dschungels und bewahrten das Reich vor seinem Übel. Aber unser Bruder Hokan hat uns verraten. Er hat dort im Dschungel eine Maske gefunden, die ihm unglaubliche Macht verlieh. Und mit dieser Kraft trachtete er danach, uns zu vernichten. Wir konnten ihm nichts entgegensetzen. Schließlich beschlossen wir, unsere Festungen in tödliche Fallen zu verwandeln, damit Hokan auf seiner Suche nach unserem Wissen sein Ende finden sollte. Aber er ahnte die Gefahr. Er griff nicht an, sondern belagerte unsere Festungen und ließ uns verhungern wie Tiere. So sind diese Hallen heute nur noch unser Grab. Erzählt mir von Angtar. Er war unser Führer, unser Großmeister, der Weiseste und Gütigste aus unserer Mitte. Man mag es kaum glauben, wenn man den verzerrten Schemen sieht, der jetzt ist, aber er war es, der Hokan fortgelockt hat, sodass wir unsere Festen mit Fallen versehen konnten. Er opferte sich, damit Hokan nicht unser geheimstes Wissen in die Hände fiel. Zur Strafe hat Hokan seine Seele versklavt und schließlich an die Rune gebunden. So hat er den Einzigen, der ihn jemals überlisten konnte, zu seinem willigen Sklaven gemacht. Welch grausamer Spott. Aber jetzt ist er frei.
Erzählt mir von den Fallen. Sie sind mechanisch, aber auch magisch. Wir haben sie so gebaut, dass ein geduldiger Mensch, der aus Fehlern lernt, sie überwinden kann. Aber ein Wahnsinniger wie Hokan hätte nur versucht, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen. Das wäre sein Ende gewesen. Achtet also auf die Hinweise, die überall zu finden sind. Dann werdet ihr diesen Ort lebend verlassen. Mhm. Wo ist das Zepter der Winde? Das Zepter liegt in den Schatzkammern nordöstlich von hier. Merkt euch das. Um dorthin vorzudringen, müsst ihr die 5 steinernen Köpfe zum Leuchten bringen. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir erstmal wieder hier. So, Let's Play Schatten überschreiben. Und dann machen wir erst einmal einen Cut. Jo, also, bis gleich.